Es regnet. Ach, es regnet so schön. Ich mag den Regen, der löscht auch das Feuer an unseren Türmen. Dementsprechend regnen unsere Türme gar nicht mehr. Das ist super, ne? Brennen unsere Türme auch gar nicht mehr. Ja, wir haben hier interessante Verteidigungsanlagen aufgestellt. Wir haben hier ein paar Scharfschützen, die wir auch ein bisschen hier austauschen müssen, weil die nicht mehr ganz so frisch sind. Aber so im Großen und Ganzen sieht das eigentlich echt gut aus. Müssen halt wirklich nur gucken, dass wir hier genügend Leute vor der Hütte haben, sozusagen. Oh ja, da kommt gerade ordentlich was an. Da kommt ja gerade eine ordentliche Mannschaft an. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, aber was ist unser Ziel? Naja, nach wie vor das nördliche Lager irgendwie infiltrieren. Irgendwie durchkommen. Ich bin am überlegen, ob ich diese Kaserne hier vielleicht versetze. Denn, die passt mir hier ehrlich gesagt nicht so gut. Hier möchte ich lieber noch ein paar Türme hinhaben. Ja, genau hier zum Beispiel. Ja, und genau hier zum Beispiel dann auch noch. Natürlich. Das ist nämlich perfekt hier. So, fangt mal mit dem hier vorne an. Der wird nämlich schon beschossen. Wow. Okay, krass. Büchsenmacher. Der hier. Oh, die Gelehrten, denen geht's aber auch nicht so gut, ne? Den Gelehrten geht's auch nicht so wahnsinnig gut im Moment. Okay, der Turm scheint auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit der Scharfschützen des Nebelvolks zu erregen. Von daher, ja, sollten wir uns den mal schnappen. Den Schießplatz hier, den werde ich natürlich nach und nach noch verbessern. Der Aussichtsturm ist fertig, das ist sehr gut. Dann wird er auch direkt ausgebaut. Habe ich eigentlich, doch, ich habe schon, ich habe garantiert schon in der Steinmetzhütte, ne, ja, habe ich doch alles schon überprüft. So, Alchemistenhütte kann leider nach wie vor nicht ausgebaut werden. Das sind tatsächlich die Gelehrten, die im Moment ein bisschen unruhig sind. Habe ich denn Pferdenlesen noch gar nicht erforscht? Nee, das können wir auch mal machen. Ausbauen zum Wirtshaus? Nee, brauche ich nicht. So, Ballisterturm ist fertig. Das ist wichtig. Dann wird der hier jetzt erstmal repariert. So, haben wir nämlich schon mal gleich ein bisschen mehr Schusskraft wieder auf unserer Seite. Seid unbesorgt. Die brauchen wir ja schließlich. So, einmal da stehen bleiben. Ihr könnt hier rüber gehen, dann könnt ihr von hier schießen. Oh ja, da kommt doch gut was. Ah, vielleicht könnt ihr hier rüber gehen, dann könnt ihr von hier drüben ballern. Vielleicht auch gar nicht so doof. Ja, okay, die kriegen aber irgendwie das nicht so richtig hin, den passenden Weg zu finden. So, geh mal hier rüber. Okay, bleibt ihr da stehen. Ja, gefällt mir. Damit kann man leben, ne? Jetzt ist die Verteidigung noch ein bisschen schöner, dann können wir uns eine neue Kaserne natürlich bauen. Oder auch einen Stall, weil vielleicht mit einem Stall und ein paar Reitern wir hier doch ganz gut durchbrechen könnten. Das wäre jetzt meine Idee. Ich war ja dabei, einfach hier nach und nach ein bisschen vorzurücken und ein paar Leute... Ach, apropos vorrücken, ich muss den Trupp natürlich auch wieder auffüllen. Wir haben hier noch so ein paar Leute. Das ist unser Dieb, genau. Ich muss nochmal hier durchgucken, ob wir irgendwelche anderen Gruppen noch haben. Nö, ansonsten haben wir wohl keine Gruppen mehr. So, ausbauen. Ballisterturm reparieren. Und dann gibt es gleich einen Stall. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Ich würde eigentlich ganz gerne noch die Bäume da wegkriegen. Ja, nee. Nee, nicht mein Arbeiter. Die Frage ist nämlich... Ja, doch, ich versuche dann nochmal die hier wegzukriegen. So, ihr lauft jetzt erstmal durch. Hier ist ja jetzt ein bisschen Nachschub möglich. Ne? Die sind ja jetzt gerade weg. Weggeeiert, dann können wir jetzt da nachrücken. Und können jetzt hier uns um die Typen kümmern. So. Ich weiß nicht, wo... Guckt euch an, wo der hier schon wieder langläuft. Der ist irgendwie komplett auf Abwege, wie er mal geraten. Keine Ahnung, warum. Jetzt nehmen wir uns doch erstmal die hier vor. Diese stehen ein bisschen näher. So, und das wird natürlich dauern, bis die sterben, ne? Weil unsere Scharfschützen natürlich... Das ist ja echt immer das Verrückte beim Nebelvolk. Aber das könnte tatsächlich am Flächenschaden liegen, der mir jetzt auch schon wärmstens empfohlen wurde. Und deswegen man vor allem die schweren Scharfschützen nimmt. Da die ja einzeln echt nicht viel Schaden kriegen, wie wir sehen.
gerade der Hauptmann, der hält halt natürlich extrem viel aus. Und mit 4 Trupps leichten Scharfschützen kommen wir gerade so gegen an. Also, viel fehlt da nicht. So, dahin kommen auch schon wieder die nächsten. Aber dann hätten wir zumindest das hier gleich ausgelöscht, den Trupp hier. Ja, jetzt müssen wir auch schon wieder weg. Jetzt müssen wir schon wieder weg. Lauft, Leute. Das, ja, und irgendwer hat uns auch schon wieder hier aufs Korn genommen. Aber ich glaube, das waren nicht die hier, sondern das waren wirklich die beiden, die hier noch rumeiern und rumstehen. Vielleicht sollte ich doch einen weiteren Trupp noch mitnehmen. Könnte ich mir überlegen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Nehmen wir mal Trupp 7 und machen den mal noch dazu zu Trupp 7. Ich könnte natürlich auch schwere Scharfschützen einfach nochmal ein, zwei Trupps. Okay, die Schatzmeisterin geht's nicht gut. Ja, verstehe. Dann Trupps schwere Scharfschützen. Für Lehm oder für Stein. Haben wir ja beides zur Genüge. Ach wie, die Gelehrten sind nach Hause gegangen. Die hatten keinen Bock mehr. Okay, die Gelehrten hatten anscheinend keine Lust mehr. Ja, das ist natürlich auch echt, echt nicht schön, ne? Also wenn die kämpfen. Ach, hier haben wir ja Trupps. Stimmt ja. Dann hole ich doch einfach einen Trupp hier durch. Sobald die hier abgewehrt sind. Ja, das ist jetzt natürlich wieder. Jetzt hätte ich natürlich wieder mit meinen Leuten gerade vorpreschen können. Jetzt habe ich das hier wieder verpennt. Aber ich hole vielleicht doch lieber halt erst noch einen Trupp schwere Scharfschützen dazu, die dann nochmal ein bisschen mehr Damage auch machen. Arbeiter? Wo sind hier noch ein Arbeiter? Hier ist noch ein Arbeiter? Wo? Ja gut, er war hier. Er ist anscheinend jetzt tot. einen Obelisken können wir hier zubauen. Bauen wir mal hier vorne hin. Neben Pilgrims Kanone. Leute, ey. Nein, verdammt! Ihr Drecksäcke. Also, die machen jetzt mittlerweile schon ganz gut Damage hier, ne? Die machen echt harten Damage. Moment. Alter, jetzt kommen die Kackschatzmeister und rennen mir weg. Sag mal, ist denn das euer verdammter Ernst? Ich muss jetzt echt aufpassen hier. Das muss echt. Da muss ich echt aufpassen. So, ich wollte doch aber. Wo ist meine Burg? Wo ist die Kackburg? Meine Güte, ey, ich muss echt hier auf die Motivation aufpassen. Das geht echt nicht weiter. Da seht ihr, deswegen ist es vernünftig, immer alle Leute irgendwie bei Laune zu halten. Und deswegen ist es ganz schön, eine Kathedrale zu haben, damit man sich eben nicht während des Kampfes um 4 verschiedene Segnungen gleichzeitig kümmern muss, sondern halt nur um 2. So, der nächste Trupp ist schon wieder unterwegs. Haben meine Scharfschützen das eigentlich geschafft hier? Sofort. Habe ich die überhaupt losgeschickt? Ich habe die gar nicht losgeschickt, ne? Sind wir genau die Richtigen. Ein Gelehrter so. Lauft mal hinne. Und dann kriegen die Schatzmeister erstmal eine Segnung. Ja, mein Herr. Der Ballisterturm ist gleich tot. Ist gleich kaputt, meine ich. Abgetan, was ihr wollt. So, jetzt muss ich natürlich hier ein bisschen drauf achten. Wann sind die Leute hier tot? Wann sind die weg? Ja, der Ballisterturm ist natürlich kaputt gegangen, ist klar. Euer Wunsch. So, ihr lauft jetzt schon mal durch. Ah, da kommen auch schon wieder die nächsten, ey. Das ist ja echt krass. So, Trupp 7 wieder zurück, bitte. Wie sieht's hier aus? Ist okay. Aber wir stehen echt arg unter Druck hier. So, warte mal. Wo sind die anderen Leibeigenen? Könnt ihr bitte euch um den Baum da kümmern? Und könnt ihr vielleicht auch irgendwie. Ja, ihr habt nichts mehr zu tun, ihr seid nämlich so langsam. Ja, Leute. Naja, solange es nur ein paar Ballistertürme sind, die mir kaputt gehen, ist das schon in Ordnung. Ein Büchsenmacher ist missmutig. Der kriegt jetzt auch erstmal eine Segnung. Ich bin unglücklich. Der Schatzmeister ist auch immer noch unhappy. Oh. Oh nein, 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 nein. Oh, das gibt's doch nicht. Scheiße. Alter, das ist doch Mist. Okay, also ich krieg von hier keinen Nachschub durch. Okay, gut zu wissen. Nachschub kann ich komplett in die Tonne treten. Das wird nichts. So. Auf in den Kampf. Ja. Na gut, es könnte auch dran liegen, dass
mittlerweile nicht mehr alle gleichzeitig da gestorben sind. Aber das mit dem Nachschub kann ich wohl vergessen. Das ist natürlich nicht so schön. Habe ich nicht hier noch irgendwo einen Kundschafter? Ja. Schaut in die Ferne. Schau mal darüber, bitte. Damit wir da sehen, was da noch kommt. Gebt Acht. Warum? Euer Dorf wird angegriffen. Attacke. Ich frag mal nichts dazu. Bis in den Tod. So. Kriegt ihr das hin, ohne dass ihr abgeschossen werdet? Ah, ich glaube, das funktioniert tatsächlich. Ah, da spawnen wieder die Neuen. Okay. Die werden wahrscheinlich auch gleich loslaufen. Ja, sie laufen jetzt los. Okay, einer haben wir kaputt gekriegt. Dann wieder zurücklaufen, bitte. Wow, hier ist schon wieder alles im Arsch. Sag mal. Wow, hier sind auch einige Leute gestorben. Kann das sein? Oh, Leute, wo seid ihr denn? Okay, wir müssen hier erstmal... Oh, Gott, ey. Alter, ich könnte kotzen. Das ist ja echt... sorry. Also, vulgärer Ausspruch aus... vulgäre Sprechweise hier, aber das ist ja echt... Wie kommen die... Wieso kommen die denn plötzlich so krass hier durch? Wieso machen die denn plötzlich so viel Chaos hier? Ein Schatzmeister, ja komm, geh mir weg, Schatzmeister. Verlass die Siedlung. Ich habe gerade andere Sorgen, wie ihr vielleicht seht, ihr dummen Schatzmeister. Es geht hier nicht immer nur um euch. Echt mal. Nein, Schatzmeister macht natürlich seine Arbeit sehr gut. Deswegen muss er auch belohnt werden. Ich muss einfach diese vermaledeite Siedlung da oben auslöschen. So. So soll es sein. Das Gebäude. Das ist ja echt, ne? Ich meine, da muss man irgendwie durchkommen. Ich mach das schon. Aber gut, wenn ich halt mit meinen Soldaten hier ein bisschen durchgekommen bin. Ach, guck mal, siehste wohl. Ja, da gehen schon wieder die Leibeigenen drauf. Wie sieht's hier aus? Ist okay. Ich baue erstmal lieber ein paar Türme ein bisschen weiter hinten. So, der Kollege, den können wir auch schon wieder komplett vergessen. Der ist gleich tot. Ihr könnt da bitte alle dran arbeiten. Insofern ihr nicht getötet werdet. Jo, genau so soll das sein. Natürlich. Genau das ist der Plan dahinter. Wir lassen uns einfach alle töten. So, geht sterben. Genau, tötet sie einfach alle, diese dreckigen. Nee. Lasst den einzelnen Hampelmann da ruhig rumeiern. Der ist mir jetzt tatsächlich egal. Ach nein, lasst ihn. Nein, nicht töten. Nicht töten. Nicht töten. Das war jetzt dumm. Das war jetzt sehr dumm. Da wird jetzt gleich ein neuer Trupp spawnen, leider. Ach toll, und jetzt sind die hinter mir her. Hilfe! Helfen! Helft mir, bitte! Jetzt kommt die jetzt rennen die Priester weg. Sag mal, was soll denn das noch alles? Jetzt rennen die Priester weg. So, könnt ihr die Typen einfach mal ausschalten? Und da kommt schon wieder die nächste. Ich werde mir jetzt meinen Stall bauen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den ganzen, Mist. Und der Turm ist eh im Arsch. Dann, komm, ey, Leute. Wir kriegen das auch irgendwie anders noch verteidigt. Bin ich mir ziemlich sicher. So, den Ballisterturm kriegen wir auch irgendwie hin. Falls irgendeiner von den 15 Leibeigenen überlebt. Es sind alle schon wieder tot hier. Was soll ich denn da machen? Ich brauche echt Scharfschützen ohne Ende. Wie ihr wünscht. So. Wir kommen aber bestimmt gleich wieder. Da kommen schon wieder die nächsten. Na klar. Wie ihr wünscht. Also, ich bild jetzt einfach Reiter aus und es ist mir sowas von Schnurzpiep egal. Dann gibt es dann halt einen fetten Angriff. Dann werde ich halt einfach mir ein paar Leute schnappen. Und dann renne ich da rein. Das ist mir so egal. Die Reiter sind zum Glück ja schnell genug. Und die kommen dann schon irgendwie da durch. Ich hätte auch gerne noch ein paar weitere Leibeigene hier unten. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Ich meine, ich könnte natürlich oben das Tor schließen. Die Option habe ich natürlich immer noch. Habe ich auch, kann ich unten nochmal? Nee, ich kann das nur einmal machen. Ne? Ich könnte natürlich halt oben das Tor schließen. Dann könnte ich in Ruhe 50 Leibeigen hier durchschleusen.
die dann für mich... Ah, nee. Bleib mal noch stehen. Die dann in Ruhe... Der kommt schon wieder weg. Hä? Komisch, es ist ein bisschen merkwürdig. Sind meine Leute noch gar nicht aus... Ah, ich kann ja nicht, klar. Ich kann die ja gar nicht verbessern. Hm, da ist ja was. Da war ja was. So, dann repariert diesen Ballisterturm hier. Und ihr drei kommt hier vorne hin. Hier vorne am besten, dass ihr hier ein bisschen, ja, den Schaden abfangt. Ja, ich meine, man muss halt eine schöne Kette hier irgendwie hinkriegen, ne? Das werden wir irgendwie versuchen. So, jetzt aber. Also, wir müssen versuchen, die Typen hier vor allem wegzuknallen. Denn das sind ja diejenigen, die uns da am meisten aufhalten. Oh Gott, wir sind schon bei 490 von 500. Okay, dann sollte ich jetzt sowieso... Guck mal, da kommen schon wieder die Nächsten. Ist mir jetzt egal. Ich will zumindest ein paar Leute da töten, bevor hier richtig Randale geschieht. Ja, jetzt werden wir angegriffen. Okay, ist mir klar. Gut, der hat wieder mal das, den Befehl zurückziehen nicht korrekt aufgefasst. Zurückziehen ist eigentlich das, wenn man sich in das eigene Land zurückzieht. Deswegen heißt es auch zurückziehen. Ja, ja. Aber ich verstehe schon, manche Leute können das nicht so gut. Die wissen nicht genau, was da gemeint ist. Und dann hat es natürlich schon... Vorteile, wenn man davon Bescheid wüsste. Wir müssen etwas Platz schaffen. Ja, ist mir schon klar. Aber ist doch eigentlich, uns sind doch hier Gelehrte oder sowas weggelaufen, ne? dann ist es doch... Oder Priester? War es sogar ein Priester? Ich weiß es gar nicht. Ja, gucken wir mal. Die schießen hier weiter... Oder werfen hier weiter fröhlich auf den Ballisterturm. Und ihr könnt eigentlich euch ein bisschen weiter hier nach vorne tasten, finde ich. So, Trupp 7. Könnt ihr nochmal ein bisschen was? Jetzt kommt der Büchsenmacher wieder. Okay, so Leute. Alter, seit wann gibt es eigentlich die taktischen Order für Reiter? Weiß ich gerade gar nicht. So, gucken wir mal, ob wir da durchkommen. Okay. Wenn unsere Reiter loslaufen, könnte das ja tatsächlich mal funktionieren. Büchsenmacher. Eure Siedler werden gesegnet. Okay. Da kommen schon wieder die nächsten Eimer an, ey. Und das sind natürlich Fernkämpfer, klar. Da komme ich natürlich überhaupt nicht durch. Oh, das ist unglaublich. Warum kommen die denn jetzt plötzlich in so großen Mengen hier? So, Trupp 6 einfach durchpreschen. Trupp 7 opfert sich jetzt halt einfach. Oh, natürlich spawnen die genau jetzt. Los, reiten, laufen. Das können wir total vergessen. Da kommt ja nichts durch. Okay, ja, tschüss. Und tschüss. War ein Versuch. Wir haben natürlich das beste Timing der Welt. Einfach weil... Weil die natürlich gerade jetzt spawnen müssen. Und jetzt haben sie unsere Diebe gefunden natürlich auch noch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Au. Oh, andererseits könnte das jetzt genau die Chance sein, weil irgendwie die Typen da weg sind. Okay, das ist genau die Chance, worauf ich gewartet habe. Schade, dass jetzt nur ein Dieb durch ist. Aber... Okay, da der jetzt gerade gekommen ist, würde ich mal sagen, es könnte tatsächlich sein, dass er es schafft. Alter, okay, Diebe. Drei Diebe. Der Mittelpunkt da ist weg. Die sind jetzt weg. Wo sind die denn hingelaufen? Anscheinend sind die irgendwie gestorben. Okay. Sag mal, ich hab euch doch gesegnet, ihr dummen Schatzmeister. Die schon wieder. Ja, wir sind schon wieder aggressiv und müssen weglaufen. Ich bin so traurig, Bull. Ich hab die doch jetzt schon 10-mal gesegnet. Ach, mein Gott. Was soll's. So, dann geht ihr hier reparieren. Und Dieb hat schon mal Aufgabe Nummer 1 erfolgreich abgeschlossen. Sehr gut. Die Reiter, die haben irgendwie noch nicht ganz ihren Weg dadurch gefunden. Ja, gut. Und meine Diebe... Ah,
einer steht da noch rum. Okay. Für euch doch immer. Meine Diebe haben auch noch nicht ganz. Ja, gut. Aber es geht ja voran, ne? So, Hauptmann, den können wir wieder zurückziehen. Der wird nur gleich sterben. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, also trotz dieser vermaledeit schlechten Situation, die wir da gerade hatten, geht es doch gerade irgendwie voran. Da wir jetzt den Dieb tatsächlich hier oder die Diebe vielleicht ein bisschen durchschmuggeln können. So, und sobald der Kollege hier wieder was sprengen kann. Ah, naja, die Kirchenruine ist noch nicht kaputt. Da müssen wir natürlich nochmal ein bisschen nachlegen. Oh, ein bisschen nachlegen. Ach, guck mal, ein Trupp steht jetzt hier rum und der andere Trupp steht da rum. Okay. Stehen einfach nur da, wo sie zuletzt geblieben sind. So. Und dann du hier durch. Sehr schön. Eine erfolgreiche Sprengung. Komm mal. Bitte da hinten hin. Cool, sehr gut. Das hat funktioniert. Schon mal sehr schön. Ja, gut. So ein bisschen Spießrutenlauf, ne? Aber sie kommen durch. Hauptsache, sie kommen halt durch. Ach, schon wieder Zeitach. Das geht ja auch schnell. Das geht ja echt immer fix hier mit den Zeitern. Okay, der Dieb ist aufgeflogen. Na ja, gut, passiert. So, jetzt müssen wir warten, bis der nächste Angriff hier kommt. Und dann könnte ich zumindest die Motte da schon mal ausschalten. So, da kommen die nächsten Leute. Aber den Angriff hier will ich zumindest noch abwarten. Ja, die Arbeit da, mein Gott. So. Wie sieht's aus? Da spawnen die nächsten wieder. Mhm. Spawnt da noch mehr? Oder sind das nur die hier? Gerne. Ja, gerne. Natürlich. So. Da ist die Motte. Sofort. Dann muss ich nur mal gucken, ob wir das hinkriegen, ohne beschossen zu werden. Ah, das wird schwierig. Okay. Okay. Ah, das reicht natürlich nicht, um die Motte komplett zu zerlegen. Mist, ich hätte noch mehr Diebe durchschmuggeln müssen. Na gut, muss ich nochmal ran. Dann muss ich wohl nochmal ran. Das Wohnhaus können wir auf jeden Fall kaputt machen. Okay, drei neue Diebe. Drei neue Diebe. Warum noch nicht? Ihr werdet angegriffen. So nicht. Wow, okay, da ist es ein bisschen gefährlich. Da scheinen auf jeden Fall schon wieder weitere Sachen zu sein. Ach, von da kommen auch noch welche. Okay, verstehe. Aber gut, wenn die Motte zumindest schon mal kaputt ist, hätten wir eine Sorge weniger. Wir können vielleicht tatsächlich ja auch mittlerweile mit Reitern hier durchpreschen. Aber weiß ich. Wollte ich gar nicht. Dort oben im Baum. Mensch, der Trupp sieht aber auch sehr gut aus. Oh, und der Trupp, den sollte ich auch mal ein wenig auffrischen. Jetzt kommt der Schankwirt und ist traurig. Okay. So, was mit euch los? Ihr lauft weiter, ne? Ja, das macht ihr sehr gut, sehr brav. Sofort. Wo sind denn eigentlich die anderen Leibeigenen, die ich hier unten noch hatte? Ich glaube, die sind weg. Für euch doch immer. Ich glaube, die sind tot. Ach, kommt schon wieder die nächsten. Eieieiei. Ja, das wird noch knackig. Aber ich glaube, wir haben ja, wie gesagt, gerade echt einen guten Teil schon geschafft. Natürlich. Jetzt kommt noch dieses Wohnhaus hier, was ich irgendwie rausnehmen muss. Ich glaube, das spawnt nichts, aber einfach sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher, würde ich sagen. Sicher ist sicher. Wo ist der dritte von euch? Da ist der dritte. Ah, so, da ist der dritte von euch abgeblieben. Ja, verstehe. Das erklärt natürlich einiges. Kann ich dann jetzt gehen? So, was los mit euch? Also, ihr wollt hier noch ein Türmchen bauen. Das finde ich sehr charmant von euch. Ah, ihr habt nichts mehr. Okay, dann kommt ihr mit hier runter.
auf die Reservebank sozusagen. Der Büchsenmacher, genau, der muss gesegnet werden. Dann haben wir hier noch zwei. Tatsächlich. Haben wir da noch Leute? Ach, hier haben wir noch einen Arbeiter. Hier sind ein paar Steinhaken. So, und dann können wir hier vielleicht einen Brunnen bauen. Und was bauen wir noch dazu? Noch so was. Dann bauen wir hier natürlich noch einen Brunnen hin. Ah, hier so. Und Pavillon kann ich leider noch nicht bauen. Den hätte ich auch gerne gebaut. Dann bauen wir noch eine Uhr hier hin. Haben wir ja schon so viele. Oh, hier ist aber knisternd knackig frisch. So, Schatzmeister und Händler, die laufen wir bestimmt gleich wieder weg. So. Geh noch einen Schritt weiter rein, Kollege. Du, nee, geh noch einen Schritt weiter rein. Die lassen wir nochmal durchlaufen hier. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ihr habt getan, was ihr wolltet. Okay. So, gucken wir mal. Oh, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird es wieder Nacht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So. Euer Dorf steht unter Beschuss. Ja, Dorf steht unter Beschuss. Für euch doch immer. Natürlich. Okay. Nummer 1 ist durch. Läufst du hier rüber, bitte? Aber sicher. Dann Nummer 2. Also den sollte ich auch noch irgendwie durchkriegen. Oh, jetzt wird es hier knackig. Ah, Mist. Ja, vielleicht wird er ja nicht aufgemischt. Vielleicht auch doch. Okay, der ist aufgeflogen. Ja. Ja, aber sicher. Ja. Mit Vergnügen. Der Feind. Okay, der ist auch durch. Aber sicher. Für euch doch immer. Gut. Ja. Oh. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Okay. So, dann stellen wir die hier hin. Und dann würde ich sagen, alle drei gleichzeitig hier eine Bombe zünden. Einfach damit möglichst zwei überleben. Oder einer zumindest. So. Es muss ja nur einer seine Mine setzen. Okay, zwei haben es tatsächlich geschafft. Und ein Dieb lebt noch. Gut. Das heißt, eines ist kaputt. Gut. Das heißt, nur noch halb so viele Leute, die mir jetzt hier auf den Senkel gehen wollen. Das ist doch schon mal was. Okay, das erklärt tatsächlich auch, warum die Wellen so immer noch so in Abständen kommen. Immer noch so zwischendurch so eine kleine Pause ist. So, wem geht's besonders schlecht? Ich würde mal sagen, die Gelehrten brauchen bestimmt auch mal wieder was. Motivation ist halt echt im Keller. Ich würde halt sehr gerne weiter ausbauen, aber das darf ich natürlich noch nicht. Wir sind auch immer noch erst in Kapitel 2. Es ist unglaublich. Aber ich könnte die Eisengrube ausbauen. Brauche ich aber tatsächlich auch noch nicht. Was sagen denn unsere Schmiedehütten? Wo habe ich die überhaupt? Unsere Schmiedehütten. Hier, habe ich nur eine Schmiedehütte? Nee, ich habe doch mehr. Ja, mehr Schmieden. Wo sind die denn? Ich habe doch mehr als eine Schmiede, oder? Wird angegriffen. Ich habe nur eine Schmiede? Na gut, anscheinend brauche ich auch nicht so viel Eisen. Ja, ich meine, ich habe ja auch die Eisenmine. Das ist natürlich vernünftig. Da brauche ich nicht so viel mehr. Bin ich aber echt gerade mal ein bisschen überfragt. Ich könnte mir echt noch eine weitere Mine holen. Also eine weitere Schmiede, meine ich. Bauen wir hier nochmal eine Schmiedehütte hin. Und das Wohnhaus werde ich dann natürlich ausbauen müssen. Ebenso wie den Bauernhof. Nee, den Bauernhof baue ich nur im Balancing Stuff aus. Nicht hier. Brauche ich auch nicht mal. Wir haben ja das Wirtshaus noch. Dementsprechend genügend Platz. So. Würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir beenden gleich erstmal die Folge. Aber das ist doch schon mal jetzt eine sehr gute Neuigkeit, dass wir jetzt ganz gut durchgekommen sind. Wir werden natürlich als nächstes dann irgendwie uns auch noch um den Süden kümmern müssen, aber der Süden, da habe ich ja noch ein Ass im Ärmel. Da habe ich ja noch ein Ass im Ärmel, was dann vielleicht infiltrieren könnte. Ich denke mal, dass nachdem wir das Nordlager ausgeschaltet haben, dann kommt vielleicht irgendwas wie, yay, plötzlich wurde eine Barrikade deaktiviert und ihr könnt jetzt den Süden verwunden oder sowas. Würde ich mal vermuten, dass sowas sein könnte.
Und das wäre natürlich dann ganz logisch. Ach ja, der Schank wird. Ja, dem geht's nicht gut. Ah, der braucht ja auch keinen Bauernhof, ne? Gar kein Wohnhaus. Wohnhäuser sind ja gar nicht so wichtig. So. Schmied wird gleich ausgebaut. Dann kriegen wir natürlich direkt danach auch noch. Ich könnte auch noch direkt eine zweite Schmiedehütte bauen, ne? Ja, ja, egal. Zwei Schmieden reichen, glaube ich, erstmal. So, Alchemisten sind gerade nicht so happy. Dann bauen wir hier ein Wohnhaus noch weiteres. Und dann bauen wir die Schmiede auch direkt aus. Okay. Schön. Sieht doch gut aus. So, ja, dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind ja ein Stückchen vorangekommen. Wir haben zumindest eine Motte jetzt schon mal ausgeschaltet. Das ist doch schon mal ein gutes Stück Arbeit, was wir jetzt weniger vor uns haben. Nun denn, vielen Dank, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.